Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Jo, wir befinden uns noch so ein bisschen im Krieg, also eigentlich haben wir alles geregelt, so mehr oder minder zumindest. Wir sehen es, ein paar gegnerische Flotten haben wir hier noch irgendwie rumzugurken. Das sind meistens so kleine versprengte Einheiten. Wir haben irgendwo auch noch eine größere Flotte rumzugurken, glaube ich. Ja, hier haben wir eine 13.000er, ne? In Uan Voss. Die versuchen sich da wieder zu sammeln. Okamungos Horde ist da schon hin unterwegs. Ist kein Problem. Wo wollten ihr? Ach, nach Mirsam fliegen die wieder. Ja, ja, fliegt da mal hin. So, da können wir ja mal gucken, was die hier eigentlich vorhaben, die 13.000er Flotte. Hier haben wir noch eine 6.000er dabei. Keine Befehle. Gucken die da einfach nur rum. Warten die? Bombardieren den Planeten? Ja, die bombardieren den Planeten, warten auf die Transportschiffe hier scheinbar. Das sieht nicht gut für uns aus. Naja, werden wir schon hinkommen irgendwie, um das zu erledigen. Inzwischen die First Fleet, ne, ist hier in Romakos unterwegs. Unsere Fraktionen machen hier bestimmt auch wieder Unsinn. Sie sind nicht nennenswert gewachsen seit dem letzten Mal, immerhin. Ich bin begeistert. Hostile Fleet engaged. Oh, was ist jetzt los? Die Rescheti und die Wohl machen hier zu. Und in Romakos sind wir auf Gegner getroffen. Achso, auf so ein kleines Forschungsschiff oder sowas. Construction complete. So, und da wäre es natürlich cool. Achso, die sind jetzt hier gerade im Kampf. Krugfang hat seine Baureihe abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie unsere Flottenkomposition da jetzt ist von der Reserveflotte. Keine Ahnung. Mit wem kämpft ihr hier? Oh nein, mit der Bergbaustation, ist euer Ernst. Enemy troops landing. Lasst die doch bitte in Ruhe. Ja, das dürfte Uran Voss sein, ne? Jupp. Situation log updated. So, die Jungs hier werden wir mal auf so ein bisschen passiv setzen, damit die wirklich Romakos bombardieren, damit wir das halt bald hinkriegen. Ja, und hier sind wir leider noch mitten im Spring. Was war das denn? Ihr habt es gerade auch gesehen, oder? Kann mich jemand sagen, was das gerade war? Ich habe keine Ahnung. Construction complete. Hostile fleet detected. Station under attack. Da oben haben wir noch 3000er Flotten. Ja, die versuchen sich jetzt wieder zu sammeln, auf jeden Fall, ne? Denke ich mir. Ja, wir sind ein bisschen knapp mit Ressourcen gerade. Achso, apropos knapp mit Ressourcen. Wir haben natürlich auch noch zu viele Planeten eigentlich, ne? Ja. Da müssen wir mal gucken, hier drüben, dafür wollten wir die Ressourcen eigentlich aufheben, genau für Wickler, da haben wir es. So, Boros hier, dem wollten wir ein paar Sachen bauen. Denke ich mal, eine Grenzklinik haben die schon, das finde ich gut. Hier ist die Hauptstadt, alles klar. Dann bauen wir den hier, so ein wunderbares Symbol der Einigkeit. Mehr Zufriedenheit. Es dauert 360 Tage, echt? Wow. Und auf welchen Bonus können wir hier am ehesten verzichten? Auf die Energie? Auf den Wissenschaftsbonus? Ich denke hier auf den. Da bauen wir den einfachen Hodo-Tempel hin. Den können die dann selbstständig weiter ausbauen. Ich hoffe, die machen das auch. Ja, ist okay. Macht das einfach so. Und dann können wir diesen Planeten nämlich hier an den... oh Gott, welcher Sektor ist denn das hier unten? Ist es Gitorf? Ja. Ne, Gargutsdorf ist es. So, Gargutsdorf. Sektor verwalten. So, da müssen wir mal gucken. Bis nach da oben müssen wir im Prinzip kommen.
Also, aber sonst die Main hauen wir einfach mit rein. Wir hatten das hier, den Genogins. Okay, da hauen wir ja Baldun mit rein. Menka haben wir noch nicht erforscht. Hauen wir trotzdem mit rein. Na geil, tropische Welt oder Gaia-Welt. Ja, eins von den beiden müssen wir leider jetzt reinhauen. Nehmen wir die tropische Welt. Dann hauen wir Wickler mit rein und dann passt das. Oh, das nehmen die uns hier bald ab, wenn wir nicht aufpassen, ne? Da schwindet unser Einfluss ein bisschen. So. Liebe Horde, wie weit Mining seid ihr? Station lost. Hostile fleet detected. Planet lost to invasion. Ja, da haben wir gerade Uran Voss verloren schon. Da kann man nichts machen. Ja, dafür werden wir die hier hoffentlich aufreiben. Oh, es sind eine ganze Menge. Na gut, müssen wir durch. YouTube, ja, wollt ihr da nicht irgendwie andocken oder sowas? Es bringt ja gar nichts, wenn ihr da so rumgurbt. So, Fossfleet, Romakus, wie weit seid ihr? Ja, gerade erst angefangen, alles klar. Und wo haben wir hier noch Transportflotten? Ganz da oben in Lockenjack haben wir eine. Müssen wir jetzt hier runter nach Uran Voss bringen im Prinzip, beziehungsweise erstmal nach Ulm. In YouTube haben wir auch noch eine. Die können wir doch eigentlich auch schon mal nach Ulm bringen, oder? Ja, und wenn Romakus, die muss da bleiben. Wieso haben wir noch so wenig Armeen eigentlich? Ach so, weil die hier sich so zusammengelegt haben. Die müssen wir im Prinzip nochmal splitten. Bei Gelegenheit. Wird schon gehen. So, und jetzt wollen wir hier Terror machen. Ah, die hauen ab, die hauen ab. Leute, die müsst ihr einholen. Von nichts ablenken lassen jetzt. Die da hinten, die brauchen wir. Die müssen wir einholen. Oh, das könnte echt knapp werden. Wohin wollen die denn eigentlich? Gucken wir doch mal nach. Wohlmappt. Ja, ich wünsche, man könnte hier einfach raufklicken auf dieses Ding und dann würde man da halt wissen, wo das ist. Tut man aber nicht. So, und wenn die jetzt nämlich wegspringt, dann sind die ganz woanders. Nach Krutosch. Wo ist das denn? Kann ich da mal hin? Nee, ich, ja, keine Ahnung, da fehlt mir auch ne, die Hinspringtaste einfach. Nach dem Semestersystem ist das. Das Semestersystem hatten wir es nicht eigentlich befreit. Hier haben wir Kite. Hier oben ist es. Das ist ja unangenehm. Na gut, müssen wir durch. Da müssen wir jetzt durch. So, die sind weggesprungen, na geil. Hostile fleet detected. Research station lost. Evading hostile fleet. Hostile fleet detected. Oh ja, ist ja gut. Friedenserhaltung. Gewaltsame Aufstände, okay. Hostile fleet detected. So, die holen wir doch auch nicht ein, oder? Also wenn wir wenigstens die 1400 da wegnehmen könnten oder jetzt 1500 da, wäre das ja schon mal super, aber ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Oh, aufwerten, sehr cool. Gucken wir uns mal an. Interstellare Kampagnen, günstigere Kriegsforderungen. Das ist ja cool. Kernsektorsysteme, Moralimplantate. Nee, ich will hier das haben, die interstellaren Kampagnen. Schon Leute, holt sie euch.
Normalerweise könnte ich hier über ein halbes Sonnensystem schießen mit den Gigakanonen und jetzt auf einmal Military Station lost. Hostile fleet detected. Situation log updated. Research station lost. So, genau. Schnappt euch hier Uran Voss und die Transportflotte aus Ulm. Lassen wir auch direkt in den Orbit einfliegen. So, und da müssen wir mal gucken. Ja, wir sind ja jetzt gerade hier mit Belagerung beschäftigt, so ein bisschen, ne? So, die sind soweit. Ja. Dann einmal angreifen, bitte. Ja, und inzwischen nehmen die uns hier halt überall auseinander. Hier haben die auch eine. Es sind einfach schon wieder zu viele Flotten, die hier rumschwärmen. Aber die hier, die greifen uns gleich. Ja, bleiben die hier? Im Moment ja. Im Moment kämpfen die. Hostile fleet detected. Hostile fleet detected. Hinwollen. Ich würde eher interessieren, wo die. Kann ich die nicht mehr anklicken? Was ist denn da los? So, jetzt kann ich wieder. Wohltaft, wo ist das denn? Da wollen sich eine Menge Leute irgendwie sammeln gerade, ne? Gucken wir mal. Wohltaft. Gibt's nicht. Ich kann nur nach System suchen, scheinbar. Na gut. So, ich denke, die First Fleet ist hier fertig, ne? Die werden jetzt hier gerade invadiert. Da kann ich ja die First Fleet schon abberufen. Was? Nein, wie wollt ihr denn fliegen? Seid ihr vollkommen Knecke? So sollt ihr bitte fliegen. Und wenn ich hier direkt Talar noch irgendwie 172er Flotte, das lohnt sich überhaupt nicht, die hier anzugreifen. So, wo machen die noch Stress hier? Das Semester hatten die ein bisschen bombardiert, sind dann jetzt wieder weggeflogen. Das gehört nicht uns. Das muss man gleich mal rausfinden, wo die hier noch rumgurken. Eine 8000er Flotte. Die folgen der vierten schon wieder. Ich natürlich wüsste, wo die sich befindet. Die kämpfen hier. Das sind nur zwei Systeme, drei Systeme entfernt von uns. Ja, keine Ahnung, wo die vierte schon wieder rumgurkt. Da ist sie. Nach Wohlmappt. Ja, wo ist denn das? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wenn ich das jetzt suche, dann sagt er mir natürlich wieder, na, gibt's nicht. Na, hier wohl, gibt's nicht. Ich müsste echt das System wissen. Na gut. Na gut. Mining Station lost. Hostile fleet detected. Sammeln die sich hier unten noch kurz? Hostile fleet detected. Ja, Semester. Da fliegen die jetzt wieder ein, aber nur Transportflotten. Das ist ein bisschen merkwürdig. Da war ja gerade keine Kriegsflotte mehr. Mühsam sammeln die sich so ein bisschen. Ach doch, da ist die First Battle Group. Alles klar. Ja, wir können halt nicht alles auf einmal verteidigen, ne? Das ist so ein bisschen unser Problem.
Müssen wir mal gucken. In Chilab haben die hier auch irgendwas. So, unsere First Fleet ist ja auf irgendwas gestoßen. Oh, ja, geil. Kampf. Situation sollten wir log nicht entkommen lassen. So, einmal wenden, Leute. Und die Leute hier bitte vernichten. Secured. So, Romakos haben wir. Zwei Kreuzer haben wir hier gerade abgefangen. So, wenn wir die jetzt auch abfangen können, wäre das super. Ja, sind natürlich rausgesprungen. Sind natürlich rausgesprungen, klar. Mal sehen, vielleicht kriegen wir die hier. Wenn wir sofort hinterher springen. Mining Station lost. Oder wir lassen uns hier aufhalten. Direkt Talar. Geben auf. Alles klar. Finde ich sehr gut von euch. Da müssen wir jetzt gucken. Wo befindet sich der Planet? Der müsste hier unten sein, ne? Romakos war das, glaube ich. Klar. Da hätten wir gerade auch die Forderung durchbringen können. Da. Die schicken wir wieder los. Gucken hier einmal auf die Oberfläche. Wir stellen fest, die haben gar nichts. Schildgenerator, er weiß nicht, wenn die halt nochmal irgendwie Stress machen. Achso, doch, die haben schon das Symbol der Einigkeit tatsächlich. Aber einen Holotempel haben die auch schon. So, da graden wir einfach diesen Tempel ab. Und dann werden wir die hier wieder an den, was ist jetzt? An Garkwood-Scarf, glaube ich, ne? Es ist hier anschließen. Ist es. Zack. Gehört wieder dazu. Sehr schön. So, wir machen Energie Plus. Finde ich gut. So, wie sieht es hier aus? Achso, wir sind gerade rausgesprungen, haben die hier ignoriert. Und hoffen natürlich, die hier irgendwie zu erwischen, bevor die nach wohl Map oder wohin auch immer abhauen können. Sind wir da direkt in den Kampf gesprungen? Da sind wir direkt in den Kampf gesprungen. Das finde ich sehr gut. Die müssten wir eigentlich komplett vernichten hier. Ich hoffe, dass sie nicht abhauen können. Sieben Schlachtschiffe haben sie noch übrig. Noch sechs. Noch fünf. Noch zwei. Und vernichtet. 13, 4, 9, jopp. Alle vernichtet. Sehr schön. Da haben wir hier noch so ein paar kleine Truppentransporter. Hier haben wir noch eine 3000er Flotte. Situation log updated. So, die versuchen wir natürlich auch irgendwie abzufangen. So, Leute, Building ruined. Kommt schon. Über da mit euch. Die teilen sich auf. Warum? Ja, wenn die jetzt abhauen wollen, ne? Dann holen wir uns die. Ja, Semester, da scheint es gerade abzugehen. Gucken wir mal zu Orca Mungus Horde, die sind nicht so weit. Gut, dass ich da drauf geachtet habe. Da können wir hier nämlich einmal angreifen. Jetzt haben wir hier natürlich. Kann ich die nicht irgendwie wieder zurückziehen? Nee. Scheinbar nicht, ne? Ich würde ja die hier lieber gerne landen lassen, aber okay, kann ich mir in dem Fall nicht aussuchen. So, die Second Fleet hier in YouTube. Da können wir vielleicht noch ein paar Zerstörer bauen. Ja, wir bauen mal ein Komplement an Zerstörern. Das sind vier Stück. Und dann bauen wir uns noch mal 8 Korvetten. Ups, oder auch nicht. Vielleicht bauen wir nur 6. Weil uns dann schon wieder alles ausgeht hier. Und cool.
So, und da halten wir ein Auge hier drauf. Und die 11.000er Flotte, die hockt hier einfach, diese 12 Schlachtschiffe. Enemy troops landing. So, und jetzt sind wir hier aber im Kampf mit den Schlachtschiffen allerdings nur. Und können die hoffentlich entscheidend schlagen. Boah. Wir haben da lauter kleinen Träger enemy oder sowas, ne? Secured. So, müssen wir uns nebenbei um Orkamungos Horde hier kümmern. Die sind auf dem Weg nach draußen. Und da haben wir hier oben halt Semester. Da sind schon wieder alle weg aus Semester. Wo sind denn die hingeflogen? Die folgen ja alle hier der... Wow. Der vierten... Kampfgruppe. Und ich habe aber keine Ahnung, wo die sich hin verkrümelt hat. Haben wir einen Lockenjack? Ja, dann fliegen wir hier die ganze Zeit hin und her. Wenn wir da jetzt wieder hinfliegen. Allerdings. Achso, Lockenjack gehört uns. Ja, vielleicht sollten wir mal Eorg endlich besetzen. Und wenn wir da natürlich hier irgendwie vorbeikommen. Aber wo ist denn die vierte? Das ist die siebte. Die zehnte. Die vierte habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Was natürlich ein Problem ist, weil alle der vierten folgen. Jo, wo ist die? Wo ist die vierte Kampfgruppe? Hier unten. Nee, das ist die Battle Fleet. Und die folgen der vierten Battle Group. Und da habe ich echt keinen Plan, wo die sich aufhält. Nein, nein, nein. Ja, ansonsten habe ich gerade nichts auf dem Schirm hier. Das ist die siebte, hier ist wie gesagt die zehnte. Wo wollt ihr denn hin eigentlich? Die hängen ja einfach nur rum im System. Ja, wollen wir da einfach auf die drauf springen und die schnell mal vernichten? Ich meine, wenn die hier echt keine Befehle haben. Und dann machen wir uns auf hier oben nach Eorg. Achso, wir können natürlich Epsilon Indy auch in der Zwischenzeit mal wegnehmen. Ich guck mal, wie es hier aussieht. Die bewegen sich echt nicht, ne? Nee. Research complete. So, hier haben wir ordentlich Punkte eingebüßt gegen diese Schlachtschiffe. Autsch, das ist ein schmerzhafter Kampf. Achso, Forschung. Quantendestabilisator. Rütteln das lokale Quantenfeld auf und stören dadurch die empfindlichen Zielerfassungsgeräte an Bord feindlicher Schiffe. Ja, cool. Einmal neue Forschung. Disruptoren, Erkundungsprotokolle, angewandte Quantenphysik wäre vielleicht noch was Sinnvolles. Unsere Physikforschung hinkt ein bisschen hinterher. Torpedos, auch natürlich auch eine ganz tolle Sache. Ja, ich denke mal, ich werde hier das Physiklabor erforschen. Und dann schaue ich auf die Uhr und stelle fest, für heute war es das schon, Jungs und Mädels. Wir gucken uns also an, wie dieser Kampf ausgeht beim nächsten Mal. Für heute war es das. Macht's gut. Bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.